So, einen wunderschönen, ne? Wir sind hier wieder zurück auf Panorama. Wir switchen mal ganz kurz zu Chrome, zu Google Chrome, ne? Chrome. Wir sind hier zurück wieder beim Tippspiel von den Prostata Brothers zum Bundesliga-Tippspiel. Ganz kurz, wir sprechen uns den sechsten Spieltag durch, machen die Tipps, so, darunter machen die Tipps für den siebten Spieltag und sehen mal, wie der Gesamtstand im Augenblick bei uns ist. Wir haben im Augenblick, also ja, gut. Sechster Spieltag, wir hatten das erste Spiel, hatten wir Bayern gegen Wolfsburg. Vielleicht sollten wir auf die Gesamtansicht gehen, der Tipps. Und die auch mit den anderen in der Gruppe vergleichen vielleicht. Das ist vielleicht angenehmer, nicht wahr? Habe ich hier unten. Genau, hier unten haben wir es. So, wir haben erstmal den FC Bayern München zu Hause gegen Wolfsburg gehabt. Ich persönlich hatte ein 4:0 als Bank für den FC Bayern getippt. Ja, wer hätte es erwartet? Kyle Reese ist übrigens nur am Rande erwähnt, Spieltagssieger geworden mit 18 Punkten. Er hat auf ein 1:0 für Wolfsburg gesetzt, mal ganz draufgehauen. Hatte jemand überhaupt bei diesem Spiel gepunktet? Nein, hatte niemand. Vandalism, Rotkäppchen, Samuelich, Tom und DRCS haben nichts gemacht an diesem Spieltag. Das ist schade. Gut, ich habe 3:0 getippt. Nee, Fettner hat 3:0 getippt. Ich habe 4:0 getippt. Chiller 3:1. Es ist ein 2:2 geworden. Unglaublich, unglaublich, unglaublich. Die Bayern sind gestolpert, so früh in der Saison schon zweimal gestolpert. Das ist natürlich. Bremen gegen Freiburg gab es ein 0:0. Wer hätte das erwartet? Kylie hat es auch nicht erwartet. 1:0. Ich habe ein 2:0. Ich glaube, habe ich 6 Punkte. 6 Punkte habe ich gemacht. Naja, wir sind gespannt, wo ich die gezogen habe. Dori hat ein Unentschieden getippt. Hier unten hat 3 Punkte dafür gekriegt. Hervorragend. Darkseid hat auch ein Unentschieden getippt. Wo ist Clyde? Clyde hat 12 Punkte diesen Spieltag gemacht, hatte aber auch dieses Spiel nicht richtig. Dann hatten wir den VfB Stuttgart gegen den zuletzt erstarkten FCA. Es gab ein Unentschieden. Kyle Reese richtig getippt. Sonst noch jemand hier in der Reihe? Ich habe ein 1:2 für Augsburg getippt. Ich dachte, die sind super drauf. Opa Matze hat gegen Augsburg getippt. Interessant. Genauso wie Clyde. Schabo hat ein 2:2 getippt. Hervorragend. Und Ghost hat ein Unentschieden getippt. Lief doch. Lief doch. Dann schauen wir mal weiter. Wo sind wir hier? Können wir noch ein Spielchen machen? Genau. Dann hatten wir Hoffenheim gegen Schalke. Schalke ja eigentlich mit einem sehr guten Kader und der Tedesco. Ganz interessante Spielweise, finde ich. Von Schalke erwarte ich jedes Jahr immer mehr irgendwie, aber sie enttäuschen gerade immer, habe ich so ein bisschen das Gefühl. So, Hoffenheim war stark drauf. Ich habe auf Hoffenheim auch getippt gehabt mit dem 2:1. So ist es letztendlich auch gekommen. Chiller macht es wahrscheinlich einfach nur, er macht so Mistergebnisse einfach nur, dass die anderen ein bisschen näher rankommen und nicht gleich frustmäßig das Spiel wieder verlassen, das Tippspiel. Dazu haben wir Hightower hat es auch noch richtig getippt. Clyde hat den Sieg getippt, Creekfighter hat getippt, Schabo hat getippt, Ghost hat getippt, also war eine Bank. Hoffenheim hat scheinbar sehr, sehr gut zugelegt in der Ansicht der Leute, was sie denn leisten können, finde ich gut. Wenn sie das jetzt auf europäischer Ebene noch fortsetzen, würde ich es ihnen richtig gönnen, obwohl ich persönlich sagen muss, nur so, wie man ihn eben in den Medien präsentiert bekommt, ist mir der Julian Nagelsmann jetzt nicht der sympathischste. Aber er macht einen richtig guten Job und dafür hat er jede Anerkennung verdient, um ehrlich zu sein. Dann haben wir Mainz 05 gegen Hertha BSC Berlin mit einem 1:0. Ja, ich hätte auch eher auf Berlin getippt, aber wie gesagt, ich hatte auf Berlin getippt so rum. Aber ja, leider. Leider, 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 leider. Dori hat auch noch den Sieger getippt, richtig. Hightower. Leider auch daneben auf Berlin wie ich. Clyde hat es absolut richtig getippt. Das finde ich ja faszinierend. Das finde ich ja faszinierend. Dann haben wir hier hinten noch Red Rasenballsport. Leipzig gegen Frankfurt. Da haben die meisten scheinbar richtig gelegen, außer ich habe unentschieden getippt. Naja. Aber hier rasselt es richtig Punkte. Ne? Hier rasselt es richtig Punkte. Hightower hat es exakt gehabt, fand ich richtig cool. Opa Matze auch richtig vom Sieg her zumindest. Stefan richtig, Clyde richtig. Also das war auch eine Bank irgendwie scheinbar das Spiel. Dann haben wir den BVB gegen Borussia Mönchengladbach. Ich habe erwartet, dass wir ganz gut spielen. So. Ich habe aber keinen 6:1 erwartet, um ehrlich zu sein. Gladbach ist ja irgendwann einfach, weiß nicht, was passiert ist, haben die aufgegeben. Tat mir ein bisschen leid letztendlich für Gladbach. Das geht mir aber immer so, wenn Mannschaften so viele Tore kassieren und dann so ein bisschen in den Seilen hängen und du merkst so richtig, wie sie auseinanderbrechen. Das finde ich, ja, tut mir halt immer für die Mannschaften leid.
in dem Fall, ich glaube, das Ergebnis hat niemand getippt. Hat es jemand getippt? Irgendein Wahnsinniger? Nein. Aber Dortmund war eine Bank. Da hat jeder seine Punkte abgegriffen. Das, was sonst immer Bayern war, irgendwie, ist jetzt am Anfang der Saison gerade Dortmund. Dann hatten wir die Sonntagsspiele. Hannover 96 gegen Köln. Ja, wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Ein Unentschieden. Ja, ich hatte auf Hannover gesetzt, dachte, Kölner Talfahrt geht weiter. Kylie hat auf Köln getippt, finde ich mutig. Finde ich mutig. Köln steht jetzt nicht gerade. Schabo hat einen Unentschieden getippt. Gratulation, Schabo. Super. Und Leverkusen gegen den HSV hatten wir. Und der HSV befindet sich wieder in einer Mini-Krise irgendwie. Leverkusen ist das, was sie alle Jahre waren, irgendwie unbeständig. Mal gewinnen sie, mal verlieren sie, mal gewinnen sie. So läuft das bei Leverkusen irgendwie seit Jahren. Ich weiß nicht, die kriegen da keine Konstanz rein. Heiko Herrlichs Platz ist auch irgendwie nicht der sicherste, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ja gut, Kai Luis hat absolut richtig getippt mit dem Ergebnis auch. Und ja, war auch scheinbar eine Bank, haben viele, viele richtig auf Leverkusen getippt. Ich habe nicht auf Leverkusen getippt. Ach doch, ich habe auch auf Leverkusen getippt. Schade, ich dachte gerade gesehen zu haben, dass ich nicht auf Leverkusen getippt hatte. Genau, das war der 9. Spieltag. Wir tippen jetzt geschwind den 7. Spieltag. Das machen wir noch kurz hier fertig, dann sind wir auch hier schon durch. Wir fangen an hier mit Schalke gegen Leverkusen. Schalke gegen Leverkusen. Dann machen wir ein 1-2. In der Arena auf Schalke hagelt es ein 1-2. Nee, doch. Ah, ich weiß nicht. Oder dann 2-2, dann 1-1. Komm, 1-1. Die trennen sich unentschieden. Wolfsburg gegen Mainz. War mal ein knappes 1-0. Eintracht Frankfurt gegen VfB Stuttgart. Gibt endlich mal einen Videobeweis für Frankfurt und die gewinnen 2-1. Gladbach gegen Hannover 96. Ein 2-0. Ein 2-0. Gladbach muss es unbedingt wieder gut machen. Eieiei. Der FCA empfängt uns. 0-4. In der Ferne schlagen wir den FCA mit 0-4. So sieht es nämlich aus. Dann haben wir Hamburg gegen Bremen, das Nordderby. Das Nordderby. Hatten wir nicht erst ein Nordderby? Wen hatten wir? Wen hatten wir? Keine Ahnung. Das wird schwer, das wird schwer. Ich sage, das hart umkämpftes 1-1. SC Freiburg gegen Hoffenheim 0-2. Hertha BSC gegen Bayern München 0-2. Köln gegen Leipzig 0-2. Das sind meine Tipps für den Spieltag. Das sind meine Tipps für den Spieltag. Schalke Leverkusen 1-1, Wolfsburg Mainz 1-0, Frankfurt gegen Stuttgart 2-1, Gladbach gegen Hannover 2-0. FC Augsburg gegen Borussia Dortmund 0-4, Hamburger SV gegen Bremen im Derby 1-1, SC Freiburg gegen Hoffenheim 0-2, Hertha BSC München 0-2 und Köln Leipzig 0-2, Leute. So sieht's aus. Das sind die Tipps. Nicht vergessen, Wochenende geht's los. Bis Freitagnachmittag ist Zeit hier zu tippen. Wer Lust und Laune hat, damit zu machen, schreibt mich über Line an. Link dazu findest du unten in der, oder meine ID zumindest findest du unten in der Infobox zu diesem Video. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Mach was draus, beweg was. Und wer mag, Lust und Laune hat, wir sehen uns bei einem anderen Video hier auf Panorama oder auf Vidme. Unterstützt mich auch da. Auch da wird es heute wieder ein neues Video geben. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Einen wundervollen Tag. Mach's gut, beweg was und bis neulich.